Schatzsuche machen. Die Greifenschulen-Rüstung könnten wir eigentlich als nächstes machen. Das ist ja Level passt das gerade. Das machen wir dann als nächstes. Aber erstmal beenden wir hier Familienangelegenheiten. Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Danke! Miau. 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 Ja, ich kann keine Katze. Oh, die ist süß. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Du bist böse. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Du hast vollkommen recht, auf deinen Vater wütend zu sein, aber er sorgt sich um dich. Ich hab recht. Herzlichen Dank. Es tut ja so gut, die Zustimmung seines Handlangers zu haben. Und mein Vater sorgt sich nur um seinen nächsten Rausch. Er ist kein Heiliger, das steht fest. Aber er lässt in der gesamten Provinz nach euch suchen. Ich glaube, momentan scheint ihm nichts wichtiger zu sein, als dich und deine Mutter zu finden. Ich kenne böse Menschen. Er gehört nicht dazu. Zu schade, dass er es jetzt so viel Interesse hat. Wir müssen mal trinken zum Friseur. Besonders an meiner Mutter. Also, in-game. Ihm ist klar geworden, dass er einen Fehler begangen hat. Ich will ihn nicht verteidigen, aber ich glaube, er hat erkannt, was er getan hat. Wie lange kann der Bart eigentlich werden? Bedeutet. Wie schön. Ich werde daran denken. Bist du den ganzen Weg gekommen, nur um mir das zu sagen? Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das ganze Mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Ich möchte nicht herumschnüffeln, aber ich weiß, dass deine Mutter eine Fehlgeburt hatte. Alles seine Schuld. Er hat sie geschubst und sie fiel hin. So fing alles an. Wir waren allein, niemand half uns. Überall Blut. Die schrecklichste Nacht meines Lebens. Es tut mir leid. Muss schlimm für euch zwei gewesen sein. Mutter stand unter Schock. Sie schrie, es sei besser so und dass sie das Kind nie wollte. Sie muss Fieber gehabt haben und hat die ganze Zeit über geblutet. Sie wollte das Kind nicht? Sie sagte, sie würde sich eher den Bauch aufschlitzen, als noch ein Kind von ihm zu bekommen. Was hast du nicht schön vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht? Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört?
Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Deshalb die Kerzen in deinem Zimmer. Du glaubst also an das ewige Feuer? Sobald die Wärme des Feuers dein Herz berührt, verleiht es dir Stärke und führt dich den Rest deines Lebens auf dem Weg der Wahrheit. Ich hoffe, es segnet dich eines Tages mit seiner Wärme. Danke, aber die Sache mit dem Feuer ist nicht so einfach. Man kann sich schnell verbrennen. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Ein Hexer? Sieh ab. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden. Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Radovid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen. Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen. Interessant. Verzweifelte Väter unternehmen nun mal alles, um ihre Töchter zu finden. Eine unerwartete Aussage von einem Hexer. Ich dachte, deine Mutationen hätten dir die Menschlichkeit und die Emotionen geraubt. Man braucht keine Mutationen, um seine Menschlichkeit zu verlieren. Ich kenne viele Beispiele. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Hoffentlich weißt du, was du tust. Ich war mir noch nie so sicher. Das ewige Feuer ist das Beste, was mir passieren konnte. Wenn das so ist, viel Glück. Vielen Dank, dass du meine Wahl akzeptiert hast. Mach's gut. Tschüssi. Ob wir sie nochmal wiedersehen? Sprich mit dem Baron über seine Familie. Deswegen habe ich es jetzt nochmal aufgenommen, David. Deswegen mache ich es gerade nochmal. Es wäre schade gewesen, wenn das wieder nicht getriggert hätte und ich nicht hätte weiterspielen können. Eben an deinem Spiel wäre mir das egal gewesen. Da hätte ich gesagt, okay, scheiß drauf. Ich deinstalliere es, aber nicht bei Witcher, weil ich einfach Witcher mag. Sein, wie gesagt, eins meiner Top 3 Spiele. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Dankeschön. Dieser perfekte Kater. Er hört zu saufen. Ich sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpels haben die Beute längst unter sich aufgeteilt. Ha! Stinkt wie eine nilfgarische Leiche. Bitte. Ich flehe dich an, bitte. Ich flehe dich an. Stirb mit ein bisschen Würde. Töten die den jetzt? Ich könnte einen Rachenputzer vertragen. Zufällig Wodka dabei? Ja, habe ich. Kriegst du aber nichts. Hexer, auf ein Wort bitte. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Relikt aus meinen Armeezeiten, verstehst du?
Als Philipp, also der Baron, und ich unter temerischer Flagge gedient haben. Ich habe eine Frage an dich. Was gibt es? Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Das geht dich nichts an. Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts. Sitzt nur da. Erstmal den ganzen Garten hier abernten. Höhle. Hier bist Philipp, du also. Was los? Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen, wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten, in Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät, das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Ja, wir haben Neuigkeiten. Ja, gibt es. Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Viele, viele Fragen. Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Ich habe sie gesehen und gesprochen. Ich soll dir sagen, dass sie wohlauf ist. Wann kommt sie nach Hause? Und dass sie nicht zurückkommt. Sie kommt nicht zurück, aber alles ist für sie vorbereitet. Ihre Gemächer warten. Es kommen neue Pantoffeln aus Toussaint. Wie kann sie nur? Sie kommt nicht zurück, Punkt. Und ich verstehe sie. In ein Zuhause wie dieses würde ich auch nicht zurückkehren. Ah, verflucht seist du. Ich weiß schon, was du denkst. Du brauchst es nicht zu wiederholen. Ich war kein guter Vater, ich weiß. Aber vielleicht ist es noch nicht zu spät. Hm. Man kann's versuchen. Ich würde mir aber keine allzu großen Chancen ausrechnen. Ich habe nichts zu verlieren. Also gut. Du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht. Aber ich bin ihr auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst. Wie vereinbart. Na gut. Ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm. Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden. Da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? Kaer Morhen. In Kaer Morhen. Kaer Morhen.
Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Für mich haben sie eine Ausnahme gemacht. Sicher. Meinst du also, du bist eine Hexerin? Eigentlich nicht. Die Mutation. Ich habe sie nicht durchgemacht. Aber alles andere, was ich weiß, habe ich dort von den Hexern gelernt. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Na, du machst aber ein düsteres Gesicht. Zu feige, um gegen eine Frau anzutreten? Feigling! Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein Unfall. Auf hier auf den Arsch zu gucken. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Easy, krieg mal hin. Das krieg mal hin. Bin ich guter Hoffnung. Wählen, nördliches Temerien. Sonnenaufgang. Schön, dass sie es noch dazu schreiben. Sonnenaufgang. Nicht Sonnenuntergang. Sonnenaufgang. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Aufsteigen! Los, Ciri, mach uns keine Schande! Los! Du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins! Schneller! Zeig ihr, wie es geht! Die Ausdauer vom Pferd. Dein Schwert gehört. Haha! Ich wollte schon sagen. Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Die wilde Jagd. Ah, nee. Eine Chance zu gewinnen. Okay, das kommt unerwartet. Ich glaube, ich schneide mir morgen eine Klatsche. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten, sich dabei den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge. Ich werde auch Anna finden. Schon mal Gwind gespielt? Oh ja, ich gewinne. Kann losgehen. Ah, hab gewonnen. Du hast gewonnen. Und dann ist da noch... Gwind spielen, wählen, okay. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt mal eine, diese Schatzsuche. Da hätte ich mich Bock drauf.